Willkommen zu einem weiteren Livestream von CryptoAlphabet. Auch in diesem Livestream schauen wir uns einige sehr spannende Krypto-Projekte an. Projekte mit einer kleinen Marktkapitalisierung und dementsprechend natürlich einen starken Anstiegspotenzial. Dafür habe ich euch wiedermals einige Projekte mitgebracht. Ich habe in den letzten Tagen natürlich gut recherchiert. Da sind einige gute Projekte zusammengekommen. Ich möchte euch nochmals erwähnen, dass wir uns in den Anfangsphasen von einem Bullrun befinden. Das heißt, dass immer noch ab und zu mal diese ganzen Korrekturen folgen. Daher macht euch überhaupt gar keine Gedanken. Entspannt, genießt diese Zeit. Wenn wir auch kleine Crashes erleben, ist es genau der richtige Zeitpunkt, damit ihr DCR betreiben könnt und zumindest einkaufen könnt, nachkaufen könnt, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht haben solltet. Und ich grüße natürlich jeden von euch da draußen. Falls ihr Interesse an Krypto-Projekten habt, vor allem Projekte mit einer kleinen Marktkapitalisierung und dementsprechend einem starken Anstiegspotenzial, kann ich euch nur raten, damit ihr in der Zukunft auch nichts mehr verpasst, einmal diesen Kanal zu abonnieren und vor allem einen Daumen nach oben dazulassen. Falls ihr schneller Informationen haben wollt, könnt ihr auch gerne in unsere kostenlose Telegram-Gruppe beitreten. Es ist eine sehr familiäre Telegram-Gruppe. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da schauen wir uns auch sehr viele kleine Projekte an, also noch kleinere Small-Cap-Projekte, die unter 1 Million Market-Cap sogar haben. Das heißt, dass diese Projekte auch dementsprechend mehr Risiko haben. Aber wir haben auch einige, die damit sehr gute Gewinne erzielen konnten. Das Ganze könntet auch ihr sein. Gerne einfach unten in der Videobeschreibung einfach in unsere Telegram-Gruppe beitreten. Ich grüße dich, DAT88. Mein bester, guter, bester YouTuber, ey, freut mich jedes Mal. Falls ihr auch interessante Krypto-Projekte haben solltet, gerne das Ganze unten in die Kommentare oder auch in den Chat. Das würde mich natürlich grüßen. Attila, mein bester, bist du auch wieder mal da. Grüße die Small Cap Maschine. Richtig cool, ey. Ich bin so aufgeregt. Ich werde auf jeden Fall noch weitere gute Projekte finden. Macht euch überhaupt keine Gedanken. Eddie Stein ist auch da. Gruß in die Runde. Ihr müsst euch eines bewusst sein, wir müssen jetzt aktuell Vollgas geben, jetzt aktuell gute Projekte erkennen. Wie gesagt, 1,5 Jahre haben wir noch ungefähr, bis der Top von Bitcoin irgendwo mal erreicht werden sollte, also für diesen Bullrun. Ansonsten werden wir natürlich über die Zeit immer wieder solche Möglichkeiten erleben, aber wenn wir jetzt Zeit investieren, jetzt Vollgas geben, dann werden wir ein viel angenehmeres Leben danach führen. Wir müssen nur jetzt unsere Zähne zusammenbeißen und Vollgas arbeiten, gute Projekte zusammenfinden, gut recherchieren. Wie das Ganze funktioniert, kann ich euch auch gerne sagen. DHT, BKN schauen. Gerne fangen wir gleich mal mit dem ersten Projekt an. Ach übrigens, falls ihr Octaspace kaufen wolltet, ich habe Octaspace zu 1,17 Dollar ungefähr gekauft gehabt, damals. Jetzt befinden wir uns aktuell wieder in den Bereichen. Falls ihr Interesse an Octaspace habt, es ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Projekt und ich habe darin auch investiert gehabt, in den Bereich von 1,17 Dollar. Hier unten war das ungefähr. Jetzt sind wir wieder bei 1,17 Dollar. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Paco, ich grüße dich. Hast du dir jetzt schon mal DeepMon genau angeschaut? Ich habe es mir angeschaut, aber ich habe mittlerweile halt schon genug Gaming-Projekte in meinem Portfolio. Wenn ich jetzt irgendwie noch nichts Gescheites finden sollte oder wenn ich mehr Zeit habe, dann würde ich mich definitiv nochmals damit mehr beschäftigen. Ansonsten schauen wir uns erstmal BKN an. BKN Bricken ist ein Projekt mit einer 3 Millionen Market Cap. Oh, hat sich erhöht auf 5 Millionen, weil es auf Dollar natürlich angezeigt hat. Ich würde generell auch die Einstellung auf Dollar haben. Warum zeigt es mir in Euro an? Wir handeln aktuell nur mit Dollar. Das heißt, wir haben ungefähr eine Market Cap von 5,85 Dollar. Und ein 24 Stunden Handelsvolumen von ungefähr 500.000, das ist schon mal nicht verkehrt. Und ein Gesamtangebot von 143 BKN Token, weil es auf dem Ethereum Netzwerk und auf dem BNB Netzwerk läuft. Das heißt, es hat keine eigene Blockchain. Nick, ich grüße dich. Ibrahim auch. Wir schauen uns nach und nach alle eure Projekte an. Wir werden noch viele gute Projekte finden und über die Zeit werden wir noch sehr viele gute Projekte finden. Also ich bin wirklich so gehypt auf den Bullrun, auf die kommende Zeit vor uns, auf die nächsten 1 bis 2 Jahre bin ich wirklich sehr gehypt. Auf diese Zeit haben wir gewartet und jetzt ist endlich da. Bricken, BKN, der tiefste Punkt bei diesem Projekt lag ungefähr, wenn wir uns das mal anschauen, es ist jetzt auch nicht so ein altes Projekt, gibt es auch nur seit paar Tagen, ja, seit ungefähr
2 Tagen? Ja, seit gestern. Nee, seit gestern gibt es dieses Projekt erst. Es ist ein sehr frisches Projekt. 22. Zumindest haben wir es auf CoinMarketCap so. 0,18 Cent war, also 18 Cent war der tiefste Bereich und wir sind bei 23 Cent. Das heißt, wir sind in den tiefsten Bereichen mit diesem Projekt. Sehr, sehr gut. Das heißt, wenn man hier einsteigen wollen würde, gut. Auf Maxi ist es auch gelistet. PancakeSwap natürlich. Wir können uns mal anschauen, was für ein Projekt das ist. Sieht schon mal nicht verkehrt aus. Ist es ein Gaming-Projekt? Oh, Tokenisierung, transformieren Sie Ihr Real World Assets RWA mit unserem Token Suite. Site. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie ihr wisst, Larry Fink, der Big Boss von BlackRock, hat sich in den letzten Tagen, oder letzte Woche war das, glaube ich, positiv über Tokenisierungsprojekte, also über Real World Asset Projekte ausgesprochen gehabt. Und die haben ja mittlerweile auf Ethereum was gelauncht gehabt, soweit ich mich noch erinnere. Das wird natürlich sehr bullish für die kommende Zeit. Für Real World Asset Projekte werden definitiv, und da sind auch einige schon mal gepumpt. Auch der Bereich Real World Asset dürfen wir definitiv nicht vergessen, weil da in diesem Markt, wie soll ich sagen, in dem RWA-Markt wird noch sehr viel Kapital reinfließen in vor allem solche Projekte, weil, wie gesagt, wenn wir anfangen, jetzt in der Zukunft, dass die ganzen Immobilien tokenisiert werden, dass Grundstücke tokenisiert werden, dass Aktien tokenisiert werden, alles möglich tokenisiert werden sollte, dass dann dieses Kapital so gesehen auch nicht direkt 1:1, aber zumindest der große Teil auch in den Kryptomarkt fließen wird. Ich denke, der Aktienmarkt und so weiter wird sich größtenteils auflösen. Es wird mehr Kapital in den Kryptomarkt kommen, was meiner Meinung nach auch der Kryptomarkt mit einer der größten Bereiche, sage ich mal, werden wird. Das haben aktuell die wenigsten auf dem Schirm. Man kann mit der Blockchain-Technologie so vieles machen. Man ist mit der Blockchain-Technologie so schnell und auch sicher eigentlich. Ja, da wird einiges noch auf uns zukommen. Unterstützt von Chainlink, sehe ich gleich. Keyrock. Ansonsten sieht das Ganze sehr interessant aus. Ja, nicht verkehrt, könnte ich mir definitiv mal aufschreiben, weil ich müsste mich damit ein bisschen mehr befassen. Aber was mich gleich gefreut hat, ist, dass es auf Maxi gibt, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf PancakeSwap, Uniswap und die ganzen Gasgebühren von Ethereum. Packen wir das Ganze mal in BKN in die Liste ein. Schauen wir uns, aber hey, mega gutes Projekt, DHT88, du hast immer wieder solche tollen Projekte, es freut mich. Geht weiter mit Paco, grüße dich auch, mein Bester. Habe ich deinen Namen vorhin überlesen? Kann sein. Hey, tut mir leid. Hast du jetzt schon mal DeFi? Ja, DeFi haben wir jetzt schon gesprochen gehabt. Ich muss mich damit noch ein bisschen mehr beschäftigen. Ich habe mich mehr mit diesen RWA-Projekten beschäftigt, weil, wie gesagt, diese Ansage von ihm kam. Mal schauen. Eddie Steini, habe heute Soros MXM PK gekauft. Schauen wir uns mal die Projekte an. Nämlich fangen wir mit Soros. Ich kenne natürlich nicht alle Projekte, das ist wahrscheinlich euch bewusst, aber ich freue mich jedes Mal, neue Projekte zu entdecken und die guten Projekte haue ich direkt rein und recherchiere dann tiefgründiger. Wir haben eine Market Cap von ungefähr 20 Millionen, was sehr schön ist. 4 Millionen 24 ungehandeltes Volumen, ultra gut. Das heißt einfach, dass dieses Projekt Leben hat, dass damit mit dem Token oder mit dem Coin gehandelt wird. Ob es gekauft oder verkauft, spielt überhaupt keine Rolle. Es hat einfach Leben und das ist schon mal sehr schön. 0,005 Cent war der tiefste Bereich und wir sind bei 0,007 Cent. Das heißt, wir sind in den tiefen Bereichen. Das Projekt gibt es auch noch nicht so lang, nur ein paar Monate. Auch wunderbar. Wo kann man das Ganze kaufen? Auf Coinex, Maxi, überall. Falls ihr generell Projekte einkaufen wollt, kann ich euch meine zwei Partner, einmal Coinex, empfehlen. Da bekommt ihr auch Bonus. Ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. 100 Dollar, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Bei Maxi genau dasselbe. Könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung über meinen Link machen. Ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Small Cap Projekte kann man entweder auf Coinex oder Maxi kaufen. Zumindest der größte Teil. Ansonsten könnt ihr auch gerne die anderen Projekte mal abchecken, ja, die ganzen anderen Börsen.
aber die meisten sind halt auf Maxi und Coinex gelistet. Das ist halt wirklich sehr schön und ich bin auch froh, dass ich mit denen verpartnert bin. Ansonsten würde ich halt natürlich die ganzen Gebühren verschenken. Unterstützt lieber euren Lieblings-YouTuber. Wir schauen uns an, das läuft auf dem Solana-Netzwerk, das heißt auch keine eigene Blockchain. Solana-Netzwerk ist ein riesen Netzwerk geworden mittlerweile. Saros, die ultimative App, die ihre Web3-Erlebnisse auf Solana neu definiert. Nahtloser Zugang zu sicher entwickelnde globalen, dezentralen Wirtschaft direkt an ihren Fingerspitzen. Wow, hey, das hört sich echt mal gut an. Machen wir mal die X-Seite von ihnen auf und folgen gleich mal. Da können wir uns nämlich auch ein paar Informationen anschauen. Partnerschaften, zum Beispiel mit Rumper, kenne ich nicht. Könnte man sich auch mal damit beschäftigen. Hier kann man auf Rumper gehen, kann man nochmal folgen, kann man auch schauen, wie viele Follower die haben. Dann könnte man sich auch theoretisch mal Rumper-Projekte mal anschauen, wie das ist. Dann sehen wir hier noch eine Wallet. Kann man hier hingehen, auch mal folgen. Sieht nach einem Gaming-Projekt aus. Und so findet man immer wieder gute Projekte. Kann ich euch nur empfehlen. Natürlich nicht das machen, was ich mache, nur folgen, sondern ihr solltet euch die Projekte mal raussuchen, einfügen, anschauen, ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt. Aber so kommt ihr definitiv an gute neue Projekte. Wir können das Ganze mal so machen. Ich kann es mal kopieren. Dann können wir das Ganze mal hier einfügen. Okay, Crypto. Nee, das ist es wahrscheinlich. Doch, das muss es sein. Doom? Kann es sein? Bin mir nicht sicher. Nee, vermutlich nicht. Aber wir können zumindest wahrscheinlich das andere Projekt eher finden. Rumper. Da können wir einmal kopieren. Das Ganze mal hier einfügen. Und uns mal Rumper genauer anschauen. Ist aktuell nicht da. Können wir hier nochmal einsetzen. Crypto. Da haben wir Rumper, aber ich vermute, doch hier, Rump. Habe ich es falsch ausgesprochen? Ist es Rump? Rumper. Nee, nicht wirklich. Nicht dieses Projekt. Ist auch schon ein älteres Projekt. 32 Millionen Market Cap. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Rump Network. Nee, auf jeden Fall könnte man sich nach und nach so, wenn man halt nicht im Livestream ist, sich nach und nach die Projekte auch so suchen. Interessante, gute Projekte. Ansonsten hat mir persönlich Saros gefallen. Sieht echt nicht verkehrt aus. Würde ich mal sagen, bei 19, 20 Millionen Market Cap, da ist locker ein 10x drin, bei 200 Millionen könnte es locker hingehen. Sogar in Richtung halbe Milliarde, wenn es ein gutes Projekt ist. Dann hat man schon sein 20, 30, 40x, 50x schon mal hingelegt. Warum nicht? Packe ich mal in die Liste. Das packe ich einmal hier in die Liste. Auf die andere Liste packe ich wirklich Ultra Small Cap Projekte, die eine sehr kleine Market Cap haben. Saros. Passt. Dann schauen wir uns das nächste Tokenisierung. Das hat mir auch gefallen. Bricken werde ich definitiv auch nachher nochmal anschauen. Dann geht es weiter. Erstmal schauen, wie viele Leute da sind. 18 Zuschauer, 13 Likes. Leute, einfach einmal einen Daumen nach oben da lassen. Das Ganze würde mich natürlich sehr unterstützen. Machen wir weiter. Was für ein Projekt haben wir noch? MXM. MXM. Ah, Mixmob. Ja, klar. Habe ich auch gesehen gehabt. 10 Millionen Market Cap. Das hat mir persönlich bei diesem Projekt gefallen gehabt. Die Marktkapitalisierung ist echt niedrig. Der tiefste Bereich war bei 0,05 Cent. Wir sind bei 0,07 Cent. Das heißt, wir sind in den tiefsten Bereichen mit diesem Projekt. Läuft auch auf dem Solana-Netzwerk. Hey, dieses Solana-Netzwerk wird größer und größer. Ich bin mir sicher, Ethereum wird einfach den großen Kuchen einfach aufteilen müssen in viele verschiedene Projekte. Und Solana ist halt jetzt mit einer der großen, die den Kuchen von Ethereum aufessen. 4 Millionen 24 Handelsvolumen und 1 Milliarde MXM-Token. Davon sind ungefähr 14% im Umlauf. Nicht verkehrt, das Projekt gibt es auch seit erst ein paar Monaten. Und wir können uns mal die Website anschauen. Diese Korrekturen müsst ihr als was Positives sehen, um nachzukaufen, wenn es ein gutes Projekt ist. Genau, das war dieses Racer, Best Card Racer auf Solana. Genau, das kenne ich noch. Ist ein Blockchain-Gaming-Projekt. Sehr schön. Das habe ich mir schon öfters angeschaut.
und habe es mir auch eingetragen gehabt. 10 Millionen Market Cap ist auch nicht verkehrt. Müssen wir jetzt uns anschauen, wohin das Ganze hingeht. Ich habe halt leider schon genug Gaming-Projekte, aber könnte trotzdem sehr interessant werden. Was haben wir noch? MXM hast du nachgekauft, top. RPK. RPK. Republic. 6 Millionen Market Cap, sehr schön. Ich liebe mittlerweile eure Denkweise. Ihr denkt genauso wie ich. Kleine Marktkapitalisierung, großer Anstiegspotenzial. Projekt gibt es ungefähr seit ein paar Monaten. 4, 5, 6 Monaten, mal grob geschätzt. Und seither ist es nur gefallen. Der tiefste Bereich war bei 0,002 Cent. Wir sind bei 0,03 Cent, also in den tiefsten Bereichen. 2 Millionen 24 Handelsvolumen und von 3 Milliarden RPK-Token sind aktuell 200 Millionen im Umlauf. Das sind ungefähr 7%. Für mich sieht das nach einem Gaming-Projekt aus, ohne dass ich es mir genau angeschaut habe. Aber wir können uns mal anschauen. Doch nicht. Tools, die YouTubern zum Erfolg verhelfen. Republic ist die weltweit erste KI-gestützte Social-Fi-Plattform, die die Art und Weise revolutioniert, wie YouTuber ihren Inhalt Interaktion mit Free Welt einfach monetarisieren können. Wow, okay, interessant. Könnte ich mir mal gerne tiefer anschauen. Aufladen der Schöpferwirtschaft. Mirana, Tron, okay. Okay. Auch sehr interessant. Würde ich definitiv mal in die Liste packen. Und wie wir sehen können, wir sind halt nicht so weit vom tiefsten Punkt entfernt. Das heißt, der Anstiegspotenzial ist gegeben. Wo kann man das kaufen? Ja, auf den gängigsten Börsen. Wiedermals, wir können uns das Ganze mal kopieren und auch mal bei DexTools anschauen. Weil bei DexTools haben wir einen großen Vorteil. Da können wir nämlich das Ganze einmal abscannen lassen und den Audit verfolgen. Und da sind halt ein paar Mängel. Münzbar, das heißt im Grunde genommen, ob dieser Vertrag die Funktion hat, Tokens zu prägen. Das heißt, dieser Vertrag in Smart Contract ist die Möglichkeit, dass man halt mehr Tokens rausbringen kann. Ob die Blacklist-Funktion nicht im Vertrag enthalten ist, wenn es eine Blacklist gibt, kann es sein, dass einige Adressen nicht normal gehandelt werden können. Interessant. Mittig, also mäßig. Ob der Vertrag versteckte Eigentümer hat bei einem Vertrag mit einem verborgenen Eigentümer, kann der Entwickler den Vertrag auch dann noch manipulieren, wenn das Eigentum aufgegeben wurde. Interessant. Und andere Risiken wissen wir nicht. Das ist der Vorgehensweise, wie wir Projekte nach und nach recherchieren und begutachten. Das Coole ist, wie ihr sehen könnt, HAPI-Protokoll ist auch beim Audit. Und bei DexTools werdet ihr HAPI-Protokoll immer sehen. Wie gesagt, ich habe schon ein Video dazu gemacht gehabt. Ich bin in HAPI-Protokoll investiert. Ich bin mir sicher, dieses Projekt wird eine sehr schöne Zukunft haben. Nichtsdestotrotz packen wir einmal RBK auch in die Liste. Hat mir ehrlich gesagt gefallen. RBK. RBK. So, weiter geht's mit. Ibrahim, Octaspace hat null Anwendung. Schau dir mal Tatsu an. Mein Bester, ich zeig dir mal eine Sache. Octaspace hat eine Anwendung. Man kann aktuell im Octaspace-Netzwerk die ganzen KI-Tools nutzen. Ganz einfach, hier auf Konsole gehen. Ah, ich müsste mich dafür anmelden. Aber wenn du auf die Konsole gehst, gerne mal probieren und nochmals mir Bescheid geben, was du davon hältst. Also auf Konsole kannst du gehen und dann nochmal Sachen schauen. Und zwar, was für eine GPU, was für eine CPU, von welcher Land, wo, wie, was. Das Ganze kann man auf Konsolen machen. Gerne mal deine Meinung dazu. Aber wir können uns Tatsu mal anschauen. Tatsu. Tatsu, ein Projekt mit 22 Millionen Market Cap. 24 Stunden Handelsvolumen bei 1 Million und der tiefste Punkt bei diesem Projekt lag bei ungefähr 19 Dollar und wir sind bei 34 Dollar. 1 Million Tatsu und davon sind angeblich 70% im Umlauf.
weil das Ganze von CoinMarketCap Team nicht geprüft wurde. Läuft auf dem Ethereum-Netzwerk und kann man auf Maxi kaufen. Dankeschön. Ich habe keine Lust mehr auf Uniswap. Aufbau einer dezentralen Einrichtung auf BitTensor. Erfahren Sie mehr darüber, wie dazu durch dezentrale Infrastruktur mit Anreizen beispielsloser Innovation ermöglicht. Das sieht echt interessant aus. Eine Reihe fortschrittlicher Tools mit BitTensor-Netzwerk, auf die über ein benutzerfreundliches monatliches Abo-Modell zugegriffen werden kann, das auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten ist und gleichzeitig eine stetige Einnahmequelle für das Ökosystem bietet. Das sieht echt nicht verkehrt aus. Das gefällt mir. Tazu Ask, Tazu Echo, das sind die ganzen Tools, die sind noch nicht freigeschaltet. Vermutlich, oder? Tazu Echo transformieren Sie Texte nahtlos mit. Wow, hey, dieses Projekt gefällt mir jetzt schon mal. Okay, die Tokenomics. 70% im Umlauf, wenn es stimmt, ist schon mal sehr gut. Was mich halt wundert, ist, warum auf Ethereum? Egal, warum sie Ethereum gewählt haben. Aber wir können das Ganze mal kopieren und auch mal hier probieren, was uns der Audit dazu sagt. Ach, RPK wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Tatsu. Prüfung ein, ja, nicht negativ, aber sagen wir mal ein Mittelding, was man sagt, andere Risiken, ja, könnte. Aber wenn man das Ganze generell betrachtet, sieht das Ganze in Ordnung aus. Kaufsteuer 5%, ja, ist halt vorhanden. Liquidität, Marktkapitalisierung bei 23 Millionen. Der tiefste Bereich war halt echt weit unten und davon haben wir schon 33x mindestens Anstieg schon erlebt. Interessant, müsste man sich jetzt mal die Telegram-Gruppe anschauen, die Twitter-Seite mal anschauen, wie weit sie entwickelt sind. 8000 Follower, sehr schön. Mindverse, bla bla bla. Sieht nach einem soliden Projekt aus, müsste man sich noch mehr damit beschäftigen. Ich packe das Ganze auch mal hier auf die Liste. Tatsu. Perfekt. Weiter geht's. Habe ich es falsch geschrieben? Taste, nein. Tatsu. Optimal. Weiter geht das Ganze mit Was machst du denn hier, Junge? Xen Crypto, ich grüße dich, mein Bester. Freut mich, dich zu sehen. Schau mal Lila und RPK an. Lila schauen wir uns sofort an. Lila. Liquidity Layer. 3 Millionen Market Cap, gefällt mir definitiv. Ich sehe schon 82% im Umlauf. Ganze wurde noch nicht von Coin Market Cap geprüft, aber wenn das stimmen sollte, optimal. 10 Millionen Lila Token, weil es auf dem Ethereum-Netzwerk läuft. Und 65.024 schon gehaltene Volumen ist natürlich klein, aber das Projekt, ja, obwohl 6 Monate alt, seither nur runtergefallen und wir sind in den tiefsten Bereichen mit diesem Projekt, also tiefer war dieses Projekt eigentlich gar nicht, ja, nur bei 31 Cent war halt der allertiefste Punkt, aber ich sag mal, es ist am tiefsten Bereich. Das Ganze kann man leider nur auf Uniswap und den ganzen anderen Möglichkeiten kaufen, aber die Gebühren. Ich weiß nicht, sind das hier, ich kenne die nicht, xt.com und xmarkets kenne ich persönlich nicht. Sind das gute Börsen? Weiß ich leider nicht. Schauen wir uns mal an. Die Zukunft von Proof of Work ist jetzt. Liquidity Layer ist ein hoch skalierbares, okay, mein Akku ist wenig, skalierbares Proof of Work Blockchain mit integrierter Liquidität, Staking, Derivate, Bridge. Nicht verkehrt, folgen wir gleich mal auf Twitter, 6000 Follower und hier kann man auch mal schnell Überblick, ob sie Partnerschaften eingehen mit Liquidity Layer, okay, mit Lila Liquid Layer und AI Gent, okay, RC20 und okay, LRC20, okay. Das ist wahrscheinlich, aha, okay. Sieht interessant aus, sieht echt interessant aus.
Proof of Work, Skalierbarkeit und LSD. Liquidity Layer entwickelt Proof of Work Blockchain mit Ethereum Machine Kompatibilität und Trilemma-Lösungen weiter. Seine einzigartige LSD-Brücke überträgt Gelder von Ethereum und nutzt DeFi anstatt nur Vermögenswerte zu sperren, sodass Benutzer APY mit überbrückten Vermögenswerten verdienen können. Interessantes Projekt. Man kann das Ganze mal gerne auch mal. Das ist so mittlerweile eine neue Strategie, die ich entwickelt habe für mich persönlich, dass ich das Ganze mal mit Audit und alles nochmal als tiefgründiger prüfe. 3 Millionen Market Cap, wie gesagt, Ultra Small Cap und ist in den tiefsten Bereichen. Das Projekt gibt es auch seit erst Oktober 23 und hat mal einen guten Pump erlebt, danach gut abverkauft worden. Keine Ahnung warum. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Hier kann man auch sehen, wahrscheinlich genau dasselbe, andere Risiken. Wie ich gesagt habe, andere Risiken sind auch bei dem. Lila packe ich auch mal gerne. Ups, das war andere Lila. Lila. Optimal. Weiter geht's mit RPK. Haben wir uns das nicht gerade angeschaut gehabt? RPK? Ja, das haben wir uns gerade angeschaut gehabt. RPK, top. Werde ich nachher nochmal als tiefgründig anschauen. Ibrahim Hayat, Subnet von Bittensor. Ja, haben wir uns gerade angeschaut. Sieht echt gut aus. Abend mit allemal liken. Astadon, ich grüße dich, danke. Abend allemal liken, bitte. Hey, danke für deine Unterstützung. Ich denke mal, wie viele Likes haben wir mittlerweile? Ich muss die Seite nochmal neu laden. So, 16 Likes, ist okay. Hey, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Das ist das Allerwichtigste für mich. Dieses Like ist halt, ein Like ist halt nochmal so ein Bonus, aber ich bin generell glücklich, dass wir miteinander reden können, dass ihr da seid, dass ihr im Live mit mir schreibt, dass ihr eure Gedanken mit mir teilt, dass ich meine Gedanken mit euch teilen kann, dass wir uns gemeinsam ein Projekt anschauen, das ist was sehr Schönes. Ich denke, wenn wir nach dem Bullrun unsere Taschen dick gefüllt haben, gut Geld verdient haben, schon die finanzielle Freiheit erreicht haben, mehrfache Millionäre geworden sind, dann werden wir uns an die alten Zeiten wie jetzt erinnern und sagen, wow, hey, die Abende mit blablabla Crypto-Alphabet zum Beispiel, das waren noch interessante Zeiten. Voll cool. Ich freue mich jedes Mal. Nicht vergessen, Junge. Nicht vergessen, Junge. Hey, Mann, mega cool. Meint auch sehr geil. Morpheus Labs unbedingt ansehen. Cool. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Meint. Sieben Millionen, genau. Boah, okay, krass, der wurde mal richtig hardcore abverkauft. Aber ist halt erst auch wieder ein paar Monaten draußen. 24 Milliarden Volumen ist leider etwas zu, ja, nicht so optimal, aber eine halbe Million ist okay. Von 2 Milliarden Mint-Token sind aktuell 50% im Umlauf. Wurde noch nicht geprüft von CoinMarketCap. Läuft auf Ethereum und Polygon Netzwerk. Das Ganze kann man auf Maxi, Uniswap und so weiter und so fort kaufen. Und wir befinden uns aktuell vom tiefsten Punkt nicht weit entfernt. Maximal 3, 4, 5x, ah, nicht mal, 3x, 4x vom tiefsten Punkt. Schauen wir uns mal die Webseite an. Ermöglichen der Web3-Transformation. Beschleunigen Sie die Web3-Implementierung mit einer End-to-End Low-Code-Plattform, die Multi-Chain- und Off-Chain-Automatisierung durch KI-Technologie integriert. Okay. Weltweit führende Branchenführer vertrauen drauf. Okay. JP Games, kenne ich nicht. Tencent Cloud, das sagt mir schon was. Huawei Cloud, interessant. Alibaba Cloud, Amazon Web Service. Interessant.
KI-gestützte kollaborative Entwicklung. Okay. JP Games fürs Metaverse, Gamifizierung mit Tencent. Tencent kenne ich. NFT-fähige Lösung für Huawei, E-Commerce für Alibaba Cloud, Ant Group, digitale Vermögenswerte, Ausbildungen bei Free, bla bla bla. Interessant. Müsste man sich jetzt nochmal die Partnerschaften und so weiter anschauen. Aber hat mir auch gefallen. Ich meine, wir sind jetzt halt mit dem Projekt noch nicht mal vom tiefsten Punkt entfernt. Wir können auch dieses Projekt einmal kopieren und das Ganze mal auf DexTools mal testen, ob da irgendwas Negatives ist, weil ich habe jetzt auch mal ein paar Projekte angeschaut. Da habe ich auch rote Smileys gesehen, was natürlich nicht so toll ist, aber dafür einmal einen Schluck von meinem Tee. So, boah, okay, was haben wir hier alles? Prüfung, drei negative, Münzbar, wie gesagt, dass man halt mehr Token prägen kann und wahrscheinlich wieder dasselbe, ganz unten, andere Risiken. Aber ansonsten sieht es das Ganze auch nicht mal so schlecht aus. 7 Millionen Market Cap. Okay. Auch hier folge ich gerne mal auf Twitter. Warum nicht? Dann werde ich immer benachrichtigt, wenn die neue Sachen zeigen. Das sieht mir auch interessant aus. DeFi for the People. Folge ich auch mal. Nebenbei kann ich mich auch damit beschäftigen. Was mir halt auffällt, es sieht wirklich interessant aus. Habe ich nicht Morpheus selbst mal irgendwo drin gehabt? Aber egal, ich schreibe es mal nochmal hin. Was haltet ihr generell von Morpheus Labs? Das würde mich auch interessieren. Seid ihr investiert? Wollt ihr rein investieren? Seid ihr euch noch nicht sicher? Schreibt es mir gerne auch mal in den Chat. Eure Meinung, Pros und Contras bei diesem Projekt, gerne alles mit, weil mich auch eure Meinung halt sehr interessiert. Es geht ja nicht nur, ich will ja auch nochmal andere Denkweise, andere Sichtweisen sehen, damit ich auch nochmal vielleicht ein paar, ja, wie soll ich sagen, vielleicht mal auch auf andere Gedanken komme. Attila, liken Jungs, hey, danke mein Bester. MA, guten Abend zusammen. Guten Abend wünsche ich dir auch. Willkommen zum Livestream. Das lese ich gleich. RB wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Eddie Steini, schau dir Trestlefoot und HTO Hepton an. Gerne davor möchte ich nur Xen Crypto nochmal bedanken für deine Spende. Hast du dir schon ein E4 Note geholt? Leider noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie das funktioniert. Ich habe mich nur mal ein bisschen da reingelesen. Ich habe es aber nicht geschafft, ehrlich gesagt, das irgendwie zu kaufen oder mich tiefgründiger damit zu beschäftigen. Aber ich habe es vor, ehrlich gesagt. Ich habe es vor, nur aktuell nicht geschafft, ehrlich gesagt. Aber ja, aber danke für deine Spende, mein Bester. Falls ihr generell spenden wollt und das Ganze ja nicht so viel an YouTube abgeben wollt, das Ganze könnt ihr dann hier unten auch über diesen USDT-Link machen. Ich erwähne es nur, ich lese eure Nachrichten ja so oder so. Ihr müsst nicht extra das Ganze auf YouTube machen. Wenn ihr irgendwas spenden wollt, macht es einfach nur über den USDT-Link, weil das, was ihr spendet, kommt nicht so an. Leider gehen da viele Sachen weg. Gerne einfach hier unten den USDT-Link. Ist ein THC-20-Token. USDT, THC-20-Netzwerk, wenn ihr wollt. Ansonsten müsst ihr definitiv keine Spenden hier machen. Ich mache das alles gerne von Herzen. Also von daher. Aber danke trotzdem, mein Bester. 130x? Oh, okay, cool. Trestle. Also, das Projekt gibt es auch erst seit diesem Monat, seit letztem Monat. Wird nicht angezeigt, also Marktkapitalisierung sehe ich nicht. 24 gehandelte Volumen liegt bei ungefähr 500.000.
Ich denke mal, dass man sieht hier nicht viel, aber man kann schauen. Auf Maxi kann man sich das Ganze kaufen. Ich schau mal hier. Dann können wir mal das Ganze hier betrachten. Weil hier haben wir die Market Cap, nämlich 8 Millionen. Und wie gesagt, 24 Stunden Garantievolumen habe ich euch schon erwähnt. Und wir sind seit dem Launch eigentlich nur noch runtergefallen und befinden uns aktuell bei 0,02 Cent. Der tiefste Bereich war bei 0,01 Cent. Also haben wir von dem tiefsten Punkt erstmal einen 2x-Anstieg hinter uns. Wir können mal auf die Webseite gehen und anschauen, was es ist. Die nahtloseste Celestia-Brücke. Die Mission von Tesla besteht darin, eine nahtlose Verbindung zwischen der Ethereum-Kette und der Celestia-Kette zu ermöglichen. Über Trestle können sich Benutzer mit VT Celestia in der Ethereum-Kette aussetzen und durch Halten von Trestle WTA verdienen. Verwalten Sie WTA, verpacktes TIA, bla bla bla. Also ultra, ich sag mal nicht komplex, aber es ist relativ komplex. Wenn ich jetzt euch alles lesen würde, würde ich euch zu Tode langweilen. Man muss sich definitiv damit stärker beschäftigen. Layer Zero Brücke, okay, meine Belohnung für Season. Ah, da gab es Belohnungen. Verbinden Sie Ihre Wallet und bla bla bla. Kann man hier auch noch mitmachen. Schauen wir uns mal an. Auch mal hier auf X folgen. Und das hier sieht auch sehr interessant aus. So kommt man auf verschiedene gute Projekte eigentlich. Das Ganze speichere ich mir auf jeden Fall mal ab. Weil dann schaue ich mir mal die ganzen Projekte mal nochmals an. Weil alle kenne ich hier definitiv nicht. Und poste es nachher mal in die Gruppe. Dann könnt ihr euch auch damit mal beschäftigen. Trestle, 8 Millionen Market Cap ist echt super. Aber was mir auffällt, Prüfung 8, da sind einige Negativpunkte. Betrugsrisiko. Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Externes Anrufrisiko, viele Risiken und vor allem, wenn es Betrugsrisiko da ist, würde ich, und das haben nicht nur die Schnellinformationen, sondern auch Happy und Go Plus auch so gesehen, auf der schwarzen Liste muss man vorsichtig sein. Aber gut, dass du es mal gezeigt hast, weil so konnten wir es mal im Livestream zusammen anschauen. Trestle. Habe ich das richtige Projekt aufgemacht? Ja, doch, das ist das richtige Projekt. Ja. VUZZ. 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 Das heißt eigentlich, ich würde gerne hier nicht mehr folgen. Nicht, dass wir irgendeinen Scam reintreten. Da schauen wir uns lieber mal VUZZ AI an. Wir stellen fest, das Projekt gibt es auch erst seit ein paar Tagen. Paar Wochen, besser gesagt. 1 Million Market Cap, sehr schön. 24 Stunden Handelsvolumen liegt bei ungefähr 140.000 und von den 100 Millionen FUTZ Token, FUTZ, weil es auf dem Ethereum-Netzwerk läuft, sind aktuell 100% im Umlauf, auch sehr schön. Höchste Bereich bei diesem Projekt lag bei ungefähr 0,037 Cent und der tiefste Bereich war bei 0,014, 12 und wir sind halt so nah wie möglich an dem tiefsten Bereich. Kann man auch auf Maxi kaufen? Das meine ich, man kann auf Maxi gute Projekte kaufen. Also viele Small Caps kaufen. Schauen wir uns mal an. Trainieren Sie und teilen Sie Ihre eigene KI mit Woods Mind. Entfesseln Sie macht der KI Dienste mit Woods Tokens. Okay. Hello World. Partner Google Cloud, Maxi, Parallel AI. Open Fabric, Dex Tools, ja okay, All In, Soon, Coin Market, bla bla bla. Open AI, angetrieben von Open AI, Hugging Face, Long Chain. Schauen wir uns mal auch hier, auch gleich mal von 1520 Follower, kann ich mir auch gut vorstellen, bei so einer kleinen Market Cap ist das Ganze natürlich ja, so, dass sie halt auch nicht direkt so viele Follower haben können. Nichtsdestotrotz können wir mal uns das Ganze auf
DEX-Tools definitiv auch anschauen, weil ihr seht, sieht nach einem coolen Projekt aus, was passiert. Einige Negativpunkte sind halt vertreten. Auch hier sehen wir ein paar schlechte Eigenschaften von diesem Projekt. Wir können uns mal anschauen. Da ist aber richtige Kaufdruck dahinter, was auch nicht verkehrt ist. Und hier unten kann man halt sehen, wie viele Käufe, wie groß die Summen sind, die eingekauft werden und wie groß die Verkaufssummen sind. Aber ansonsten sind wir halt relativ am Tiefpunkt. Kaufsteuer 10%, 4%, 10, 10, 10, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit habt ihr 10% Kaufsteuern. Verkaufssteuern genauso 10%. Steuerlich veränderbar sogar ja. Sie können mal sagen, hey, ich verändere die Kaufsteuer, dass es mal 20% ist. Übertragung pausierbar, ja. Maximal Verkaufsquote, boah, da sind einige. Aber muss natürlich noch nichts heißen. Aber würde ich definitiv nochmals, wie soll ich sagen, im Auge behalten, was damit passiert. Ist auch ein relativ frisches Projekt, ist jetzt auch nur ein paar Monate draußen. Aber jetzt nicht so negativ wie das andere. Nichtsdestotrotz schreibe ich das Ganze mal auf. Und ihr könnt mir auch bei diesem Projekt oder bei den ganzen Projekten eure Meinung auch mal reinhauen, weil ich kann mich auch täuschen, ich kann auch definitiv Fehler machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze korrigiert und auch eure Meinung dazu in die Kommentare reinhaut. Aber machen wir gleich mal mit dem nächsten Projekt weiter. Nämlich, also hier können wir mal zumachen, hier zu, das aus, das brauchen wir nicht, das lassen wir. Dann schauen wir hier mal HTE, Hepton. Auch hier haben wir, weil es wahrscheinlich ein sehr frisches Projekt ist, noch keine richtigen Daten. Auf Maxis ist aber gelistet, was schon mal sehr gut ist. Läuft auf dem Arbitrum-Netzwerk, auch sehr schön. Mal ein anderes Netzwerk, was nicht so überteuert ist. Hier, Hepton, ist seit ungefähr Mai 2023 draußen. Ein Jahr ungefähr. Und seither ist es eigentlich nur gefallen. Nur gefallen, gefallen, gefallen. Die Market Cap beträgt ungefähr 700.000 Dollar. $700.000 und das war's. Eigentlich nicht mehr und nicht weniger. Die Prüfung sagt münzbar, das heißt, dass mehr Token geprägt werden können. Vielleicht ist auch der Grund, warum der Preis eigentlich stetig gefallen ist. Externes Anrufrisiko, ja, einmal ja, einmal nein. Auf der Whitelist, nein, ja, nein. Ansonsten haben wir hier ja nicht so schlechte Sachen, schlechte Audit, sage ich mal. Aber da müsste man auf die Telegram-Gruppe mal reingehen, auf Twitter mal das Ganze beobachten, haben 62.000 Follower, was ich mir überhaupt gar keinen, was ich mir überhaupt gar nicht vorstellen kann, das muss gekauft sein, weil wer 62.000 Follower hat, der würde definitiv andere Zahlen hier stehen haben, andere Summen investiert haben. Da passt irgendetwas nicht. Aber das muss natürlich auch nicht direkt auf den ersten Blick schlecht sein. Web3 auf Hepton. Hepton ist eine Layer 3 Infrastrukturprotokoll, das darauf abzielt, die Interoperabilität von Ethereum zu verbessern und sich auf die Effizienz von Web3 Anwendungen zu konzentrieren. Okay. Okay. Hepton, gerne mehr, wenn ihr mehr über dieses Projekt wisst. Ansonsten kann ich das gerne auch mal hier eintragen. Hepton. Weiter geht's. Oh, runtergerutscht. El Golden, hi Jungs. Grüße dich, mein Bester. Willkommen zum Livestream. Ray98 auch. Moin, Meister. Ich grüße dich auch. Willkommen wiedermals. Auch wenn du interessante Projekte haben solltest, gerne alles gleich reinhauen. Wir schauen
uns die Projekte an. Ich habe ein altes Projekt, Divi. D-V-I. D-I-V-I. Divi. Altes Projekt heißt was? Wie alt? Ja, okay, ein Bullrun schon miterlebt. 8 Millionen Market Cap, tief gefallen auf 0,001 und wir sind so gesehen in den tiefsten Bereichen ungefähr. Kann man so sagen. Ach, Volumen ist echt wenig. 227.000. 24 Stunden Handelsvolumen und von den Gesamtangebot von 3 Milliarden sind aktuell anscheinend 3 Milliarden im Umlauf. Also alles. Läuft auf dem Ethereum-Netzwerk. Kann man auf KuCoin kaufen. Warum nur auf KuCoin, weiß ich nicht. Beziehungsweise halt von den Börsen, von den bekannteren. Obwohl es dieses Projekt schon so lange gibt. Keine Ahnung. Normalerweise, wenn ein Projekt so alt ist, sollte es auf jeden Fall viele verschiedene Börsen schon haben. Die Grundlage für eine wirkliche dezentrale Zukunft. Unsere sich schnell verändernde Welt erfordert flexible Finanzprodukte. Durch unsere innovative Technologie gestaltet wird die Zukunft des Finanzwesens. Ja, ja, aber was ist hier los? Es ist einfach ultra tot. Wir können uns mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Copyright, bla bla bla. 31.000 Follower. Aber ist da überhaupt noch Leben in diesem Projekt? Ist da noch Leben in diesem Projekt? Das ist die Frage, weil wenn wir keine gute Community haben, dann kommt natürlich auch nicht so viel Kapital in das Projekt. Müsste man uns definitiv mal länger betrachten und mal anschauen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, da sehe ich bei anderen Projekten definitiv mehr Potenzial. Was haben wir noch? Eddie, hast du mal MAN angeschaut? MAN hatten wir uns, glaube ich, mal angeschaut, aber werden wir definitiv nochmals machen. Genau, das war Matrix AI. 25 Millionen, okay. Ja, hat jetzt auch nicht. Hat schon ein paar Anstiege jetzt gemacht. Boah, ist aber schon ein altes Projekt. Stimmt, das war ja dieses alte Projekt. Und von 0,016 Cent auf 0,05. Hat so ein paar Exits mitgemacht. 25 Millionen Market Cap. Volumen ist halt ultra wenig. Schaut euch mal an, 360.000. Das ist so klein, das ist einfach voll, viel zu wenig. Die Hälfte ist im Umlauf von einer Milliarde MAN. Token, es hat eine eigene Blockchain, was sehr schön ist. Aber wir können uns mal die Webseite nochmal anschauen. Das war ja so ein Projekt, was wie im Film Matrix so gesehen mit den Gedanken, das haben wir uns gelesen gehabt, mit den Gehirnwellen, mit KI in Code umwandeln, dass man halt mit Gehirnwellen alles steuern kann. AVI ist die Abkürzung für Avatar Intelligence. Während sich KI darauf konzentriert, Maschinen so zu trainieren, dass sie über ähnliche Fähigkeiten wie Menschen verfügen, zielt AVI darauf ab, das in den Matrix-Filmen vorgestellten Szenarien zu verwirklichen, bei denen menschliches Gehirn ins Internet hochgeladen wird oder ein Programm erstellt wird, das mit Gehirn eines Benutzers identisch ist. Interessante Vorgehensweise, sehr, sehr futuristisch. Wenn es so werden sollte, was sie vorhaben, ultra schön. Wirklich sehr, sehr interessant und cooles Projekt. Also Maxi und KuCoin sind die Börsen. Jetzt müsste man sich halt das Ganze nochmal betrachten im Sinne von, hey, wie sieht's aus mit der Community? Ist sie noch am Leben? Ist sie aktiv? Könnte aber was werden, weil vor allem, weil wir jetzt auch noch den AI-Hype haben, sage ich mal, könnte es für dieses Projekt gut ausgehen. Interessant. Mal schauen. Habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Netenso ist ein neues Projekt. Kannst mal schauen. Netenso haben wir uns, glaube ich, angeschaut gehabt. Netenso. War das? Ja, das war hier. 20 Millionen Market Cap. Und wir sind halt so wieder mit am tiefsten Punkt bei diesem Projekt. Maximal 2x von dem tiefsten Punkt, 1 Million Now Token und darum sind anscheinend 100% im Umlauf.
kann man auf nur, also Uniswap und halt die anderen kenne ich persönlich nicht, aber Uniswap, wenn dann, würde man das Ganze kaufen. Sehr ähnlich ermöglichen einer KI-Infrastruktur auf Blockchain. Ich habe es mir mal ehrlich gesagt angeschaut, aber bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Wir können das Ganze auch mal hier reinpacken und uns das Ganze mal anschauen. Der findet es hier nicht. Noch einmal habe ich. Okay. Ketten. Ah, hier. Ich habe gedacht, das ist eine Werbung. Ja, 20 Millionen Market Cap. Und von dem tiefsten Punkt aus ist es schon mal gut gestiegen. Prüfung 8, negative, steuerlich veränderbar, Übertragung pausierbar, maximal Verkaufsquote auf Whitelist, Anti-Wahl, bla bla bla. Ist jetzt zwar nicht direkt negativ, aber das ist nicht mit einem schönen grünen Pfeil zu sehen. Ja, muss man mal betrachten. Auch hier folge ich mal. Könnte man eigentlich mal. Ja, könnte man. Könnte man. Was haltet ihr von NetTenso? Seid ihr darin investiert? Hat dieses Projekt eurer Meinung nach Potenzial? Gerne auch eure Meinung auch bei diesem Projekt. Machen wir aber weiter. Chris Crow, wunderschönen Abend. Hey, grüße dich. Hast du eigentlich eine Übersicht von deinen Projekten? Bin gerade dabei, mir deine Streams nachzuschauen. Oh mein Gott, hey. Ich habe mittlerweile auch ein bisschen mein Portfolio, beziehungsweise mein Portfolio, sage ich mal, stark umgeschichtet, umgewandelt. Ich habe halt für mich festgestellt, ich habe zwar noch ältere Projekte, aber ich habe für mich festgestellt, A, Projekte, die relativ neu sind und gute Hype-Themen haben, gute Community haben, die steigen gut durch die Decke. Solche Projekte habe ich jetzt mehr eingenommen, eingekauft, mehr KI-Projekte, mehr Deepin-Projekte, mehr Gaming-Projekte habe ich eingekauft. Paar alte, gute, stabile Projekte habe ich noch. Und vor allem habe ich auch darauf geachtet, dass ich wirklich Small Caps habe, kleine Marktkapitalisierung habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich sicherheitshalber noch Projekte, die eine hohe Market Cap haben, wo ich glaube, dass sie noch locker so 10x machen könnten. Ansonsten, ja, habe ich ein interessantes Portfolio mittlerweile, nicht mehr so wie ganz früher, wie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, weil ich bin ja auch schon etwas seit 2,5 Jahren im Kryptomarkt. Damals hatte ich, wo ich ganz am Anfang war, hatte ich ganz andere Vorstellungen, wenig Wissen, also weniger Wissen. Wenig Wissen, nicht weniger, wenig Wissen. Und mittlerweile habe ich mir halt, mittlerweile hat man durch Fehler, durch Analyse, durch Lernen einfach andere Methoden entwickelt, andere Strategien entwickelt und deswegen habe ich mein Portfolio wirklich komplett anders strukturiert. Mal schauen, es macht Spaß auf jeden Fall und mittlerweile habe ich mit ein paar Projekten gute Gewinne gemacht, beziehungsweise dass man sich halt mehr Spielraum gegeben hat, beziehungsweise dass ich halt mehr Spielraum habe, bisschen auch spekulativer unterwegs zu sein. Und ich denke, mal schauen, es macht auf jeden Fall Spaß. Man kann, was hast du nochmal gefragt gehabt? Bin gerade dabei, von Projekten. Übersicht, boah, es gibt so viele gute Projekte. Wenn du nicht bei uns in der Telegram-Gruppe bist, dann kann ich dir empfehlen, komm gerne unten in der Videobeschreibung über den Link in unsere Telegram-Gruppe. Es ist komplett kostenlos, sehr, sehr familiär. Da poste ich wirklich tagtäglich, manchmal bis spät in die Nacht Projekte, was man sich selber nochmals anschauen muss. Ich gebe gar keine finanzielle Anlagenberatung oder sonst irgendwas. Ich gebe nur meine Projekte, wo ich mir angeschaut habe. Hey, was haltet ihr davon? Wir diskutieren untereinander, wir tauschen uns untereinander aus. Komm gerne einfach in die Gruppe. Da kann man dir auf jeden Fall all deine Fragen beantworten. Wir können auch gerne was von dir lernen. Das würde mich freuen. Eddie, schau dir mal ICP an. ICP. Ispolonik. Okay? Ispolonik.
gibt seit 2021 10 Millionen Market Cap, 10 Millionen Dollar Market Cap, und davon war der tiefste Bereich ungefähr bei 0,0003 Cent. Wir sind bei 0,0003. Das heißt, wir haben schon mal einen 10x von dem tiefsten Punkt. Das heißt, dass im tiefsten Punkt die Marktkapitalisierung ungefähr 1 Million betragen haben muss. Läuft auf BNB und Polygon, also, und natürlich auf Ethereum. Umlaufangebot 2 Milliarden von 10 Milliarden. Das heißt auch hier ungefähr wie viel Prozent? 20, 30% im Umlauf. Nicht verkehrt. 1.024 Millionen als Volumen. Auch sehr schön. Kann man auf KuCoin, Gate.io, Uniswap, Maxi und so weiter und so fort kaufen. Ja, mein Akku wird weniger. Wir gestalten die Zukunft der Arbeit mit Web3. Das habe ich mir auch angeschaut gehabt. Die Frage, die sich mir gestellt hat, warum sollen Leute diese Plattform nutzen? Es gibt so viele Web 2.0 Plattformen, obwohl ich weiß halt, dass Web 3.0 die Zukunft ist. Ja, es möchte eigentlich eine Plattform, ja, ich kann es auch verstehen. Es möchte so gesehen eine Plattform werden für Web 3.0. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, StepStone und so weiter. Habe ich mir lange überlegt, warum soll jemand Isopolyg benutzen? Ergibt doch keinen Sinn. Aber da wir uns in Richtung Web3 umwandeln, kann man hier halt viel damit machen. KI-gestützte Algorithmen zu finden. Führende Tech-Talente mit KI-gestützte, also mit KI-Technologie. Eigentlich ultra interessant, hey. Ultra interessant, auch sehr innovativ, sage ich mal. Ah, ja, vor allem in der Blockchain-Technologie wollen die Arbeiter finden und was weiß ich. Eigentlich ultra interessant, hey, wenn das aufgehen sollte, boah, das könnte Web 3.0 Stepstone werden oder was gibt es da noch? Ah, ja, Stepstone, sagen wir mal Stepstone von Web 3.0. Voll cool. Wir können uns auch mal hier das Ganze verfolgen. Wir können auch mal hier das Ganze nochmals sicherheitshalber anschauen. DexTools und nochmal hier den Audit betrachten. ICP. Prüfung 1, wahrscheinlich ganz unten, bla bla bla. Ja, das kommt halt mal vor. Nichts Dramatisches. Ihr müsst euch vorstellen, das Projekt gibt es echt schon etwas länger. Und die hatten schon mal eine sehr gute Vision, wohin es hingehen kann. Ausgeglichen werde ich mir mal genauer anschauen und genau auch bei diesem Projekt würde mich eure Meinung dazu interessieren. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu diesem Projekt. Was macht euch bullisch zu diesem Projekt? Was spricht für dieses Projekt? Wäre interessant. Moritz, Servus, grüße dich auch, mein Bester. Wenn ich von einer Exchange Coins auf Wallet drauf mache und dann auf eine andere wieder drauf, sieht man dann die Haltezeit? Dann musst du theoretisch von beiden Exchanges die Transaktionshistorie nachreichen. Ich bin kein Anlagenberater, ich bin auch kein Finanzberater oder Steuerberater, aber du musst es dann von beiden Exchanges die History runterladen. Das kannst du ja bei allen Exchanges machen und das dann so nachreichen. Man sieht dann, wann wurde das hergebracht. Man kann das halt perfekt zusammen verfolgen. Soweit ich mich nicht täusche. Kevin Palimpalim. Mega schöner Name, wirklich ein lustiger Name. Palimpalim, ey, mega cool. Moin. Grüße dich auch übrigens, mein Bester. Wie findest du Lai? Wieso hat das die ganze Zeit so viel Volumen, steigt aber im Preis nicht? Der kommt immer wieder auf die gleichen Level zurück. Aktuell denkst du, das knallt bald. Also, es gibt immer so eine Sache. 11 Millionen Market Cap, wie du sagst, 14 Millionen 24 Handelsvolumen und ja, von den 3 Milliarden Leitungen sind ungefähr 180 Millionen im Umlauf. Ultra wenig.
Ethereum und läuft auf dem BNB-Netzwerk. Wir können uns das Ganze mal betrachten. Gibt es schon seit letztem Jahr, seit einem Jahr. Und der tiefste Punkt war bei 0,006 Cent. Wir sind 10x von dem tiefsten Punkt schon mal entfernt. Auch bei dem tiefsten Punkt war dieses Projekt bei ungefähr 1 Million Market Cap. Also sehr, sehr klein. Kann man auf Gate.io, KuCoin kann man es auch kaufen. Maxi kann man es kaufen. Nicht verkehrt. Wir laden mal die Webseite hoch. Ich habe mir das Projekt auch schon öfters angeschaut. Das dedizierte Blockchain-Netzwerk zur Datenmonetarisierung innerhalb von KI-Modellen. Ich habe auch mir das hier angeschaut gehabt. Ich weiß, es ist echt cool, das Volumen so hoch ist, aber wir machen uns mal sowas auf. Dann gehen wir einmal auf DexTools, dann packen wir das Ganze mal auf DexTools und schauen uns mal an, was wir hier bei diesem Projekt sehen. Wie wir sehen, einmal rot. Warum rot? Das Ganze können wir uns betrachten. Honigtopf von Honeypots. Ja. Alle anderen sagen nein. Honeypots sagt Honigtopf. Honigtopf bedeutet, ob es sich bei dem Token um einen Honeypot handelt, was bedeutet, dass der Token möglicherweise aufgrund der Funktion des Tokenvertrages nicht verkauft werden kann oder ob der Token bösartige Code enthält. Man weiß es nicht, man kann manchmal machen, ich habe schon bei wirklich Ultra Small Cap Projekten oder so Meme Coins gesehen, dass da dieser Honigtopf ist. Das heißt, man kann es zwar einkaufen, aber man kann den Token nicht mehr verkaufen. Ja, und der tiefste Punkt war sogar noch weiter unten im Februar bei 0,01, obwohl, nee, das war nicht hier, das war hier unten. Auf jeden Fall kann es halt sein, dass die Käufe und Verkäufe so stark sind, also dass so eine hohe Volumen entsteht. Kann sein, dass er platzt, kann sein, dass er immer noch auf denselben Bereichen bleibt. Kann auch sein, dass immer wieder abverkauft wird. Jeder Kauf verkauft wird und das kann auch für dieses Volumen sorgen. Mind ist top. Oh, Sascha, übrigens grüße dich auch, mein Bester. Mind ist top. Ja, Mind haben wir uns ja gerade auch angeschaut gehabt. Finde ich auch. Deswegen habe ich es mal in die Liste eingetragen. Werden wir uns, beziehungsweise werde ich mir nochmal selber anschauen und euch Bescheid geben, ob ich darin investiere oder nicht. Paul, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Sky Network haben wir uns mal angeschaut gehabt. 7 Millionen Market Cap. Und der tiefste Punkt war bei diesem Projekt ungefähr bei 0,012 und wir sind bei 0,041. Das heißt, so 3 bis 4x maximal vom tiefsten Punkt. Kann man noch auf den gängigsten Börsen kaufen? Nee, doch nicht, nur auf KuCoin. Und Bitmart natürlich. 1 Milliarde Ski-Token, weil es auf dem Ethereum-Netzwerk läuft und davon sind halt ungefähr 18% im Umlauf. Nicht verkehrt. Aber schauen wir uns mal das Ganze mal hier an. Eine Prüfung nicht so töfte, aber das heißt, dass es nicht so schlecht ist, weil das haben ja viele Projekte. Boah, der hat mal kurz mal einen sehr starken Spike hingelegt. Schaut euch das mal an. Innerhalb von ein paar Tagen von 5x gemacht. Locker 4 bis 5x gemacht. Sehr schön. 12 Millionen Market Cap ist auch in Ordnung, also Potenzial nach oben hätte es. Jetzt müsste man sich nochmal alles anschauen auf Twitter. Können wir gerne mal. Folge schon. Das heißt, ich habe mich damit schon mal befasst gehabt. Okay. Ja. Sehr, sehr interessantes Projekt. Wir können uns auch mal die Webseite kurz anschauen. Schnelles, skalierbares und kostengünstiges Blockchain-Ökosystem. Erstellen Sie anpassbare Produkte, Dienstleistungen und benutzerfreundliche Apps. Probit, Bitmart, KuCoin, Uniswap. Nicht verkehrt. Sieht echt nach einem schönen, soliden, interessanten Projekt aus mit einer kleinen Market Cap. Packe ich mir definitiv auch mal hier rein.
Ah, ich mach mal so, ups. So. Passt. Dann geht's weiter. Wir haben GLQ, haben wir uns öfters angeschaut. Nicht verkehrt, aber ist auch schon mal gut gestiegen. Soweit ich mich noch erinnere. Ja, genau, vom tiefsten Punkt aus schon ordentliche Ex gemacht. Ich persönlich würde hier nicht mehr einsteigen. Happy, definitiv bin ich gut investiert. Happy Protokoll gefällt mir sehr. 18 Millionen Market Cap, top. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Könnt ihr gerne auch anschauen. Schauen wir uns aber mal an, wie viele Leute aktuell dabei sind. 17 Zuschauer und wie viele Likes haben wir mittlerweile? 26 Likes, ey, das freut mich wirklich sehr. Danke für eure ganzen Mühen. Dann schauen wir uns mal, habe ich schon erwähnt, Matt1 wünsche dir auch einen wunderschönen Abend, XEP, XEP, Elektra Protokoll, 28 Millionen Market Cap, sehr schön, 0,0001 und wir sind bei 0,0016, das heißt, wir haben ungefähr ein 10x vom tiefsten Punkt Anstieg. 60% sind im Umlauf, aber was mir nicht gefällt, ist das. Das Volumen ist so schlecht. Sehr gering leider. Es kann aber auch sein, dass wir halt den Anstieg schon hatten und daher der Volumen oder die Puste ausgegangen ist. 250.000 bei 30 Millionen, das ist schon relativ wenig. Aber kann sich halt ändern. Jetzt müssen wir uns mal anschauen. Wow, sieht echt schön aus. Die schnellste dezentrale Blockchain der Welt. Elektra Protokoll ist Ökosystem für nahezu kostenlose Transaktionen in Echtzeit. Zu den kommenden Funktionen gehören Zahlungen in mehreren Währungen und intelligenten Verträgen, die es jedem ermöglicht, seine eigene Lösung zu erstellen. Einfach ausgedrückt, sofortige Zahlung, ohne dass ein Bankkonto erforderlich ist. Wow, nicht verkehrt. Auch hier können wir mal Twitter aufmachen und auch mal hier folgen und mal sich von diesem Projekt Informationen geben lassen. Aber bei 30 Millionen, wenn wir 300 Millionen erreichen sollten, hätten wir mit diesem Projekt einen 10x. Mal schauen, ob es in die Bereiche geht. Aber gute Bereiche waren definitiv hier unten, um in dieses Projekt einzusteigen. Ich hoffe, einige von euch haben das gemacht. PC-Doktor, wunderschönen Abend. Wie siehst du zu dem Projekt, wie stehst du zu dem Projekt Render? Render ist ein gutes Projekt. Zukunftswürdiges Projekt, aber 4 Milliarden Market Cap. Das heißt, für mich sehe ich bei anderen Projekten, die ähnliche Aufgaben erfüllen, die in Richtung Deepin gehen, also GPU, also Grafikkarten, CPU, Chip, Speicherkarten zur Verfügung stellen, gibt es viele, viele weitere Projekte. Daher habe ich bei anderen Projekten eher investiert, wie zum Beispiel Octaspace. Da sehe ich eine gute Zukunft. Ansonsten gibt es noch viele weitere und aktuell suche ich auch noch nach anderen Projekten, aber Deepin-Projekte werden langfristig definitiv gute Profite erzielen. Man kann damit meiner Meinung nach gewissenhaft investieren und langfristig gute Gewinne machen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe es auch, ich erwähne es öfters, in der Zukunft werden natürlich die ganzen Ressourcen immer knapper werden von GPU, CPUs. Mit der Technologisierung von KI, von Gaming, von Dezentralität, von verschiedensten Sachen, Metaverse, werden halt diese Grafikkarten, CPUs etc. immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und da halt diese Technologiemetalle sehr, sehr limitiert sind und durch schwerste Arbeit von der Erde entnommen werden müssen, wird natürlich früher oder später auch die Technologiemetalle durch die Decke gehen, wie dann solche Projekte, weil man mit diesen Projekten so gesehen seine Grafikkartenleistungen, die man zum Beispiel nicht benötigt, zur Verfügung stellen kann und dafür halt belohnt werden kann. Solche Projekte können gut dann durch die Decke gehen. Mal schauen, ob es so passieren wird, aber ich bin guter Dinge. AGIS. 24 Millionen. Der tiefste Punkt war bei 0,06 Cent und wir sind bei 0,34 Cent. Das heißt, wir haben ungefähr ein 5x
6x hinter uns mit diesem Projekt. 100 Millionen AEGS Token, weil das und 80% sind halt im Umlauf, ungefähr 80 Millionen. 24 Stunden Gehandelvolumen bei ungefähr fast einer Million. Ist okay. Läuft das im Ethereum-Netzwerk? Schauen wir uns das Projekt mal genauer an. Wie ihr wisst, ich bin ein großer Freund von solchen tollen Webseiten. Verwandeln Blockchain-Sicherheit mit der Kraft der KI. Okay, das sieht sehr interessant aus. Vom tiefsten Punkt 0,032, okay, haben wir schon einen 10x-Anstieg. Gibt es auf BingEx aktuell? Okay. Sieht interessant aus. Kopieren wir auch mal hier. Würde auch gerne hier auf den ihr Twitter-Seite mal vorbeischauen. 12.000 Follower. Kann gut sein, dass es halt durch die Decke geht noch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schauen wir uns mal aber an, was DexTools dazu sagt. Audit 8, ja, Negativpunkte, Textmodifizierung, bla bla bla, Blacklist, auch nicht einig. Einige Kritikpunkte sind auf jeden Fall gegeben. Okay, ich habe nur noch 5% Akku, das heißt, ich müsste schneller machen. Aber sieht interessant aus. Boah, Algolden. Ich würde jetzt lieber. Ihr könnt gerne Algolden, wenn du bei uns in der Telegram-Gruppe bist, gerne das Ganze mal in die Telegram-Gruppe reinposten. VDDT, ich mache jetzt mal eine schnelle Runde, weil mein Akku sonst alle ist. VDT. Schauen wir uns mal an. VDT. VDT. Ach so, ja, Wendetergebnis. Habe ich mir angeschaut. Top-Projekt, sehr zukunftswürdig. Duell, Top-Projekt, sehr zukunftswürdig. Job AI kenne ich nicht. Können wir uns mal kurz anschauen. Job AI. Ich habe wieder DexTools zugemacht. Mann, ich mache das immer zu. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, DexTools zuzumachen irgendwie. Job AI. Ich weiß nicht, ob das Projekt ist. Kenne ich nicht, aber ich schreibe es mir gerne mal in die Gruppe. Boah, ich habe es wieder zugemacht. Was ist los? The Hills, moin. Wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Ich muss jetzt leider etwas schneller machen, weil mein Akku sonst gleich alle ist. Hartmut, Dankeschön für die 5 Euro. Meinst du, dass Polygon-Matic, Phantom und Fetch AI jeweils die 10 Dollar Marke im nächsten Bullrun knacken werden? Also, Phantom 10 Dollar. Wir können mal schnell eine Runde machen und uns die Projekte mal anschauen. Ach, machen wir es mal einfach hier. Das geht viel schneller. Einmal Polygon. Polygon, ein sehr tolles Projekt. Ein sehr zukunftswürdiges Projekt. 10 Dollar. Das wären von jetzigen Punkt aus 10x ungefähr. Wäre definitiv bei Polygon möglich. Meiner Meinung nach, also keine Anlageberatung. 10 Dollar wären dort möglich. Phantom. Vor allem, wenn es mal richtig genutzt wird. Und wir haben nur ein 100 Millionen Market Cap. Das ist aber nicht Polygon-Matic, oder? Ah, das ist das falsche Polygon. Oh doch, das ist dasselbe. Der hat aber. Ah, aber ich verstehe. Aber trotzdem, ich finde, das Projekt könnte nochmal stark durch die Decke gehen. Ob jetzt ein 10x noch kommen kann, weiß man nicht. Ich persönlich, wenn wir mit diesem Projekt ein 5x machen sollten, würde definitiv aussteigen. Phantom. 3 Milliarden, das heißt für 10 Dollar.
würde es nochmal 10x machen, 30 Milliarden würde es ansteigen. Auch hier bei 5x, wenn es 5x machen sollte, würde ich definitiv mal aussteigen. Sicherheitshalber, man weiß nicht, wie stark das noch steigen kann. Fetch AI kommt auch immer ein bisschen auf die Market Cap an. Auch 2 Milliarden, 10x wären ungefähr 20 Milliarden. Hier ultra schon durch die Decke gegangen, aber ein 10x könnte noch drin sein. Könnte noch drin sein. $10 könnte es erreichen. Könnte. Könnte definitiv. Zwei, das sind nur noch 5x von diesem Zeitpunkt aus. Definitiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass Fetch AI noch diese Summe machen könnte. Vor allem, weil es auch ein KI-Projekt ist. Ansonsten, ja, bei Matic bin ich mir noch nicht so sicher. Phantom Air. Also ich würde als allererstes Polygon verkaufen, danach Phantom und als allerletztes Fetch AI. Ümit, mein Bester, wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, weil mein Akku gleich alle ist. Was hältst du von Kali Chain? Kali Chain. Ich gebe Vollgas. Das Projekt gibt es seit ungefähr 2 Jahren. Seither nur gefallen auf 0,00007 Cent und danach ultra stark nach oben geschossen. Sehr viel Anstieg erlebt. 26 Millionen Market Cap. Aber das Volumen ist für die Market Cap sehr gering. Was für ein Projekt war das nochmal? Erleben Sie Authentizität in einem neuen Licht mit Kali Chain. Kali Chain ist also nicht nur Blockchain-Lösung zu Produkt in bla bla bla. Es handelt sich um ein innovatives und vielfältiges Ökosystem, das sicher und bla bla bla. Haben wir uns, glaube ich, mal angeschaut gehabt. Ich habe es mir danach nicht mehr anschauen können. Google Cloud Partner. Ja, sieht nicht verkehrt aus, aber nach so einem crazy Anstieg, ey, ich weiß nicht, was da passiert ist. Von einem Tag auf den anderen Tag einfach mal von 0,015 10x gemacht. Weiß ich nicht. Da gibt es bestimmt noch interessantere Projekte, denke ich. Schau dir Selfkey an. Okay, Selfkey. 1 Million Market Cap, top, gefällt mir. Ist seit ungefähr einem Jahr draußen. Der tiefste Punkt war bei 0,006 Cent und wir sind von dem tiefsten Punkt ungefähr 2x entfernt. 24 Stunden Handelsvolumen gefällt mir nicht. Leider zu wenig. 28.000 ist sehr gering. Webseite, Selfkey. Erstellen Sie einzigartige Web3-Identitäten um mehrere Ketten hinweg. Beseitigen Sie die Komplexität von Krypto mit Self. Interessant. Interessant, sieht wirklich sehr schick aus, die Webseite. Wo kann man das Ganze kaufen? Auf Maxi und so weiter kann man sich das Ganze kaufen. Wir können uns auch mal das Ganze abchecken. Zwischenlage probiert. Dextools. Self tue ich mir, glaube ich, mal. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu reinhauen. Oder zumindest in die Telegram-Gruppe. Wäre interessant. Prüfung zweimal. Naja, was haben die naja gesagt? Versteckte Besitzer, okay. Und wahrscheinlich andere Risiken. Interessant. Aber hier ist Market Cap auf 6 Millionen. Verstehe ich nicht. Ich folge mal denen auf Twitter. Dann kann ich nämlich mich damit tiefgründiger beschäftigen. Ich bin zurzeit sehr aktiv auf Twitter. Das gefällt mir wirklich sehr. Was meinst du zu SAVM? Satoshi VM. 56 Millionen Market Cap. 7 Millionen. 24 Stunden Handelsvolumen. Tiefster Bereich bei $2. Wir sind bei $8. Also haben wir ungefähr ein 4x hinter uns. 21 Millionen SAV-Token. Und da sind 7 Millionen im Umlauf. Das heißt ähnlich wie Bitcoin. Läuft auf dem Ethereum-Netzwerk. Und kann man auf den gängigsten Plattformen kaufen. Webseite. Einmal Satoshi mit ZK, dezentrale Bitcoin, bla bla bla, Layer 2 mit Ethereum, Ökosystem kompatibel und ist natives Bitcoin als Gas verwendet. Ich habe mir dieses Projekt mal angeschaut gehabt und stellt euch mal vor, ZKVM wird gelauncht, das haben wir auch mit Attila besprochen gehabt, dann könnte dieses Projekt mit spekulativ stark durch die Decke gehen.
Aber 56 Millionen Market Cap ist schon echt stark hoch, ey. Müsste man sich mal Langzeit betrachten, länger betrachten, mal anschauen, vor allem ZKVM anschauen. Abis World, gutes Projekt, Bro. Bin unsicher. Danke, Bro. Marc, wünsche dir einen wunderschönen Abend. Schaue ich mir gerne an. Ich gebe dir nur meine Meinung mit. Das muss definitiv nicht richtig sein und auch nicht falsch sein. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist 1 Million, 24, Millionen Market Cap, 24 gehandelte Volumen bei 53.000. Sehr wenig. Und das Projekt gibt es seit 2018. Boah. Und hat mal kurz seit 0,00025 erreicht und seither fast ein 2-3x Anstieg. Aber schon echt lange das Projekt. Also ist schon gut auf dem Markt. Hälfte ist im Umlauf. An sich sieht es jetzt nicht mal so verkehrt aus, aber die Frage ist, wie stark kann es ansteigen? Spieleplattform, die ihre Einnahmen mit den Nutzern teilt. Verdienen Sie mit einem fortschrittlichen Empfehlungssystem, Erfolgen und anderen Aktivitäten Marktplatz? Ja. Sieht interessant aus, kann spekulativ gut durch die Decke gehen, aber wenn wir uns das 24-Stunden-gehandelte Volumen anschauen, schon stark wenig und bis zum Top wären es ungefähr 10x. Schwer zu sagen, schwer zu sagen, ups, schwer zu sagen. Wie gesagt, ich investiere aktuell in ganz frische Projekte, aber es kann locker sein, dass die alten Projekte auch gut durch die Decke gehen. Einige Audit-Probleme, münzbar. Das heißt, dass im Vertrag Token geprägt werden können und GoPlus und Happy haben das entdeckt. Versteckte Besitzer, ja. Externes Anrufrisiko. Einige riskante Sachen hat es definitiv. Das Volumen, ja, müsste man. Das ist schwer zu sagen. Also, ich kann gut verstehen, was du damit meinst. Abis World, gutes Projekt, Bro, bin unsicher, haben wir uns angeschaut und Dot. Paul, Dot ist ein gutes, solides Projekt, langfristig definitiv, also Polkadot, 13 Milliarden Market Cap, kann auf lange Hinsicht immer noch ein gutes Projekt sein, mit ihrer Sharding-Technologie. Sicheres Investment, definitiv, kann man vielleicht seinen 10x mitnehmen. Muss man schauen, ich bin aktuell wie gesagt auf der Suche nach Small-Cap-Projekten, die unter 50 Millionen, 100 Millionen, unter 10 Millionen sind. Aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich definitiv, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Danke dafür, dass ihr eure wertvollste Ressource, nämlich eure Zeit, mit mir geteilt habt. Ansonsten sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, in unsere Familie Telegram-Gruppe reinzukommen. Unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Daumen nach oben. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, Crypto Alphabet.